Bonjour aus der Bretagne. Heute wollen wir uns ein Wikingerspiel spielen. Heute wollen wir uns ein Wikingerspiel bauen. Genau, einige werden dieses Wikingerspiel vielleicht schon kennen. Ich werde aber jetzt mal kein Bild einblenden, weil dann ist das Bild wieder urheberrechtlich geschützt. Bliblablub. Ihr werdet ja am Ende sowieso sehen, wie dieses Spiel aussieht. Das Holz für dieses Spiel befindet sich irgendwo da in dieser Ruine und wir gehen jetzt mal gucken. Und zwar besteht dieses Spiel im Wesentlichen aus 10 Klötzchen, 15 cm hoch, 6x6 cm breit. Das ist, glaube ich, so das Standardmaß und wir brauchen jetzt dementsprechend ein Vierkantholz. Einen haben wir schon. Einen haben wir schon. Das könnte der König werden. Der König. Juhu. Dann brauchen wir noch sechs Wurfhölzer und eben einen König. Und das ist im Grunde genommen schon das ganze Spiel. Das nehme ich schon mal. Das ist eigentlich ideal für die Klötzchen. 8x8 hat der. Den sägen wir uns ein bisschen zurecht auf 6x6. 1,60 können wir genau 10 Stück rausbauen. Eigentlich perfekt. Wow. Schön festgegammelt. Oder ist das das alte Tor gewesen? Das könnte sein. Ja, stimmt, das könnte sein. Naja, wir wissen es nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall ist das gutes Holz für ein Wikingerspiel. Upcycling. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Wir kriegen diese alten Schrauben hier nämlich nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen die erstmal stückeln. Hier sind auch noch Nägel drin, ne? Hier. Oh jo, Nagel ist ja auch noch drin. Oh, gefährlich, gefährlich. Wir werden die jetzt erstmal auf 15 cm stückeln. Und dann machen wir das ganz einfach an der Bandsäge. Keine große Nummer. Dann ist es halt ein bisschen sägerau. Macht aber dem Spiel keinen Abbruch. Also, wir sägen das jetzt in 15 cm Stücke. Zum Glück haben wir ja unseren Pinpointer. Hier. Und da gucke ich jetzt erstmal, wo noch überall Metall drin sitzt. Ja, das ist der Nagel. Okay, aber vorne kannst du erstmal einmal Feuer sägen. Klötzchen Nummer 1. Davon brauchen wir jetzt noch 14 weitere, nee, Quatsch, gar nicht, 9 weitere. Wir brauchen ja insgesamt 10 Stück. Die werden wir jetzt eben noch sägen und dann sehen wir weiter. So, das sind also unsere 10 Klötzchen. Und da muss ich jetzt alle 10 einmal durchhauen, beziehungsweise 4-mal durchhauen. Das heißt 40-mal. Juhu. So, 2 Seiten habe ich fertig. 2 Seiten fehlen aber noch. Ich stelle den Anschlag jetzt einfach auf Endmaß, 6 cm. Hau das Ganze nochmal da durch. Und dann, glaube ich, werden wir das nochmal kurz überschleifen. Vielleicht noch einen Radius dran machen. Es soll sich auch einfach gut anfühlen, soll einigermaßen gut aussehen. Ist wirklich nicht das hochwertigste Holz, aber ich glaube, das tut erstmal seinen Dienst. Und vielleicht bauen wir das Ganze irgendwann nochmal aus richtig schönem Kastanienholz. Für die Ewigkeit oder aus Lärche, Douglasie. Da gäbe es noch so viele Möglichkeiten. Aber fürs Erste wird das definitiv erstmal ausreichen. 6 cm. Und jetzt das ganze Spiel nochmal. So, 40 mal Sägen später. Ich bin eigentlich erstaunt über die Oberfläche. Ich dachte, das wird viel rauer, aber gar nicht schlecht. Das sind die ganzen Reststücke hier. Naja, wir werden auf jeden Fall jetzt noch einen Radius da dran fräsen, einfach weil es optisch viel besser aussieht und vor allem auch einfach haptisch viel angenehmer ist. Aber wo ist Annika eigentlich schon wieder? Ich mache schon wieder alles alleine. Das wäre nämlich auch eine gute Aufgabe für Annika. Annika? Kommst du wieder? Hä? Ja? Okay, gibt erstmal einen Shake, zweites Frühstück, dann geht's weiter hier mit dem Fräsen. So, Annika wird jetzt hier die tolle Aufgabe des Fräsens übernehmen. Was nehmen wir? 6er Radius? Jo, wa? Jo. 6er Radius. Jetzt müssen wir mal gucken wegen der Absaugung. Annika, du fräst, ne? Ich fräse. So, das machen wir jetzt hier so dran und dann haben wir auch eine Absaugung. Annika, viel Spaß beim Fräsen. Oh, Scheiße. Ich fräse immer sehr, sehr gerne.
Seht ihr diese Staubwolke da? Das kommt, weil der Bauer gerade auf seinem Feld rumfährt. Keine Ahnung, was der da macht. Und so sieht das eben aus, wenn alles viel zu trocken ist. So, ich staub jetzt auch noch ein bisschen rum. Annika ist drin am Fräsen, man hört es, glaube ich. Ich schleife jetzt alle Klötze noch einmal über. So, das war der letzte. Jetzt fehlt noch der König und die Wurfhölzer. Das war erstmal eine Frage. 30 cm. Mal 6 auch. 7 mal 7 mal 30, falls es jemand nachbauen möchte. Ich würde erstmal hier den Riss, hier erstmal einmal vorher und dann 30 cm. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Staubi, staubi, staubi. So geht das gleich. Ich glaube auch. So, oben habe ich noch mehr Holz, viele solche Reststücke und sowas. Und ich habe genau das Passende für unsere Wurfhölzer gefunden. Die werden wir nämlich aus Lärche machen. Dann sind die nämlich schön schwer in der Hand und außerdem sind die auch langlebig. Aber wir machen die halt einfach so lang, wie es halt passend ist, oder? Wir machen die Wurfhölzer auch auf 30 cm. So, wir trennen die jetzt einmal auf. Dann haben wir ungefähr, ja, gute 30 mm. Normalerweise nimmt man ja Rundhölzer. 30 mm haben die ungefähr, oder? Ja. Wir haben hier aber keine Drechselbank. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, ohne Drechselbank Rundhölzer herzustellen. Aber wir werden einfach nur einen Vierkant erstmal machen und die abrunden mit einem 10er Radius. Das funktioniert genauso gut. Wir haben jetzt hier 30x30 und gefühlt ist es relativ dünn. Oder was meinst du? Zeig mal. Ja, schon. Ein Probewurf. Eigentlich geht's. Ja, wir machen die jetzt einfach alle auf dieses Maß. Dann werden wir alle vier Kanten einmal abrunden und dann sind die Wurfstäbe auch schon fertig. Schöner König. Da fehlt jetzt nur noch das Krönchen. Genau, das Krönchen machen wir jetzt noch und hier sind unsere Wurfstäbe abgerundet und ein bisschen geschliffen. Und wie gesagt, wir kennen jetzt die Originalmaße nicht von diesen Wurfstäben. Mir kommen die ein bisschen klein und leicht vor. Ich glaube, die Originalen sind ein bisschen größer. Naja, so ist unser Spiel halt, unser Spiel hat Charakter. Genau. Ne? So. Wir fräsen hier jetzt noch ein schönes Krönchen rein. Ein paar Fräsungen machen wir jetzt. Ein paar Zacken und dann noch eine Nut hier rum, sodass es auch aussieht wie eine Krone. Ja. Das ist unser König. Aber ich finde, ein paar Stufe Zacken, aber jetzt, wo man sieht, finde ich, hätte dieser Schlitz hier ruhig ein bisschen weiter unten sein können, oder? Aber er hebt sich ab von den anderen. Und damit wäre unser Wikinger-Schach auch schon komplett. 10 Klötze, 6x6 cm und 15 cm hoch. Dann ein König, 7x7 cm und ich glaube 30 cm hoch. Und außerdem haben wir noch 6 Wurfhölzer, die normalerweise aus Rundstäben bestehen. Gut, wir haben jetzt solche viereckigen, abgerundeten. Auch gut. Kann man auch zum Verdreschen nehmen. Ich wusste, dass du das sagst. Jo. Ab in den Garten. Ab in den Garten. Was ist das denn? Bei mir auch gerade. Naja, so. Wer das nachbauen möchte und es ein bisschen einfacher haben will, weil er vielleicht nicht so eine große Werkstatt wie wir hier zur Verfügung hat, der kann natürlich auch einfach im Baumarkt Vierkanthölzer in den fertigen Dimensionen kaufen und dann braucht er die nur noch passend auf Länge sägen und fertig ist das Spiel. So nämlich. Ich habe jetzt eben noch mal ein paar Rundstäbe hier geschnitzt, vorne angespitzt. Das Feld muss groß sein, 8 Meter mal 5 Meter. Das stecken wir jetzt hiermit ab. Und dann spielen wir unsere erste Runde. 3, 4, 5. Dann stellt man die Klötze hier jetzt so auf, in 1 Meter Abständen ungefähr. In der Mitte steht dann der König. 1, 2, 3, 4. Okay. So, dann muss Julian jetzt noch seine Klötze aufstellen. Die Aufgabe ist es jetzt, mit den Wurfklötzen eben die anderen Klötze von dem Gegner, die wir gerade aufgestellt haben, abzuwerfen. Ohne dass der König fällt. Ja, weil den König muss man nämlich zum Schluss abwerfen.
Aber die ganzen Regeln jetzt zu erklären, das wäre zu aufwendig und außerdem auch ein bisschen zu kompliziert. Wer die Regeln genauer kennenlernen will, der muss einfach danach googeln. Wir spielen jetzt mal eine kleine Runde. Okay, ich fange an. Ha! Was? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, mehr Spaß macht es natürlich, wenn man kleine Gruppen bildet, zu zweit gegeneinander spielt. Aber wir sind nun mal nur zu zweit auf diesem Hof. Wir haben keine Freunde. Wir können ja mal die Hühner fragen. Nein, genau. Nein. Du hast so viele Stöckchen. Nein, die kriegst du nicht. Kleine Schlawinerin, ne? Wolltest du uns wieder einen mopsen? Okay, wolltest du noch was sagen? Nö. Okay. Wir spielen das Spiel auf jeden Fall noch zu Ende. Und dann fangen wir heute noch an, unser Wohnzimmer zu renovieren. Das gibt es dann im nächsten Video am Sonntag. Bis dahin, alles Gute, au revoir. Et à bientôt. Ha, Scheiße. Nur noch den König.